Hallo Leute und herzlich willkommen. Dies ist ein kleines Infovideo und in diesem Infovideo möchte ich euch sagen, warum in letzter Zeit keine Videos gekommen sind und was bis jetzt noch geplant ist. Wir fangen an mit was jetzt noch geplant ist. Und zwar ist geplant am 22.8. bis zum 24.8. Ja, ihr hört richtig, 22.8. bis 24.8. ist eine Leitstellenfahrt von 15 Uhr, also 22.8. 15 Uhr bis 24.8. 16 Uhr, 48 Stunden eine Leitstellenfahrt geplant. Und das Ganze wird auf den oder mit den YouTuber TomTas01 stattfinden. Ja, im Moment gehen ein paar, sagen wir jetzt mal, Diskussionen über ihn und den einen Map-Erbauer über Gladbeck rum. Aber mich interessiert das Ganze nicht, ich halte mich da raus. Es ist eigentlich so eine, sagen wir jetzt mal, Veranstaltung, die ich oder die er oder ich oder wir beide ins Leben gerufen haben und somit dann gesagt haben, ja, wir möchten das Ganze irgendwie irgendwo mal vonstatten bekommen. Ich habe mir das so ausgedacht, ich habe ihn angesprochen, er sagte, klingt eine gute Idee, beziehungsweise er hat es ja mal angesprochen, weil er Beef hatte mit wem, und dann hatte ich gesagt, ey, das ist doch gar nicht so eine scheiß Idee, lass mal 48 Stunden lang eine Leitstellenfahrt machen mit verschiedenen Maps, mit 4 Leitstellen werden offen sein und ihr könnt auch aussuchen, in welche Leitstelle ihr reinjoint und all so Sachen. Also wie gesagt, einerseits richtig gut. Ja, ich habe mir dann halt überlegt, ja, und jetzt findet das Ganze statt am 22.8. um 15 Uhr auf den beim TS3 von TomTas. Alles nochmal unten, also mit den Links in der Videobeschreibung und mit der IP vom TS3. Und dann geht das bis zum 24. Und es gibt auch, so wie ich mitbekommen habe, ich möchte jetzt nicht so laut sagen, ein kleines Gewinn für diejenigen, die am längsten durchgehalten haben oder für ein jeweils. Und zwar wird von der MAK das 3-Generations-Add-on spendiert. Und ja, das bekommt halt dann einer. Ja, zum einen ist das einmal das Erste, was ich sagen wollte. Ich wollte mich jetzt auch kurz halten. Dann kamen ja in letzter Zeit keine Videos mehr. Das lag daran, dass ich vom 21.07. bis zum 31.07. und jetzt auch noch bis zum 5.08. krankgeschrieben bin. Ich lag vom 21.07. bis zum 31.07. im Krankenhaus, also 10 Tage. Und es war so, ich habe seit 3 Jahren, um das mal kurz zu sagen, seit 3 Jahren extrem starke Magenkrämpfe und wahrscheinlich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe zum einen eine Laktoseintoleranz, das heißt, ich darf keine Milchprodukte essen. Dafür gibt es aber heutzutage auch schon laktosefreie Milch. Das nennt sich dann halt laktosefreie Milch oder sehr viele laktosefreie Produkte, die ich dann auch schon entlassen habe. Und dann hatte ich halt gemerkt, dass ich bei Fruchtsachen auch noch starke Probleme bekomme mit meinem Magen. Was heißt wahrscheinlich, dass ich eine Fructoseintoleranz habe? Naja, ich wurde dann auch noch im Krankenhaus auf Gluten getestet. Die Ergebnisse bekomme ich aber erst nächste Woche. Und ja, wir müssen dann halt mal gucken, was dabei rauskommt, mal gucken, ob ich überhaupt dann noch was essen darf. Es gibt ja heutzutage, es ist einfach so, im Moment darf ich halt nur entweder, also seitdem ich aus dem Krankenhaus bin, ich darf nur noch generell jetzt alles, also nur Nudeln essen, Nudeln mit Ei oder Reis mit Ei oder nur Nudeln oder nur Reis und das auch nur gegart, ohne irgendwelche jeglichen Zusatzstoffe, die zum Beispiel Salz rein oder ein bisschen Butter dazu, das darf ich alles gar nicht. Naja, jedenfalls lag ich dann halt im Krankenhaus, jetzt bin ich nun wieder zurück und ich will mal gucken, vielleicht kommt sogar jetzt noch die nächsten Tage ein Let's Play. Ich habe nämlich was Neues, ich habe mir das G27 Lenkrad zubesorgt, also das, wenn man mal, na, ist das Lenkrad mit dem Pinüppel, ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat. Das ist jetzt eine Frage, ist jetzt auch egal. Ich hoffe, man hat das gesehen. Ich hoffe, man sieht mich jetzt auch nicht verschwommen oder sowas. Naja, ich wollte euch einfach nur mal informieren, warum in letzter Zeit keine Sachen gekommen sind. Wie gesagt, am 22.8. bis 24.8. vom 22.8. um 15 Uhr bis zum 24.8. um 16 Uhr findet eine 48 Stunden Leitstellenfahrt statt. Alles kostenlos, ohne Anmeldung. Ihr braucht einfach nur auf den TS3 kommen. Vielleicht sieht man euch jetzt auch die nächsten Tage schon auf dem TS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Infovideo. Bis dahin, Leute, und ciao. Euer Megazo Gaming, das heißt wieder beim nächsten Mal. Spielt mit mir und lasst für euch spielen. Bis dahin, tschüss.